oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der App Autodesk Sketchbook, Universal App, Gratis App, 121 MB groß, die App Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Aktuelle Versionsnummer ist 3.7.4. Bei 124 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen und es gibt 3 In-App-Käufe, die da sind von Kosten 2, 4,99 und einer 33,99. Ich lese mal was aus der Beschreibung vor. Autodesk Sketchbook ist eine intuitive Mal- und Zeichenanwendung für passionierte Zeichner und Künstler, ob Anfänger oder Profis. Mit der von uns neu konzipierten Mal-Engine bietet Sketchbook unerreichbar recht flüssige Stiftbewegungen und natürliche Abläufe beim Malen. Funktionen der kostenlosen Version sind Vollbild-Arbeitsbereich und dezente Benutzeroberfläche, mehr als 10 vorgestellte Pinsel, darunter anpassbare Bleistifte, Stifte und Markierstifte, die ein natürliches Zeichenerlebnis bieten. Synthetische Druckempfindlichkeit, Zoom bis zu 2500% zum Steuern von der feinsten Details ihrer Arbeiten. Ein vollständiger Layer-Editor mit bis zu 3 Layern und 16 Verschmelzungsmodi, Werkzeuge für Symmetrie und proportionale Transformationen. Dann gibt es noch Pro-Funktionen. Da kriegt ihr dann zum Beispiel mehr Layer oder Sätze mit synthetischen und verwischen Pinseln und so weiter und so fort. Es folgen einige zusätzliche Informationen zur Mitgliedschaft. Die Zahlung erfolgt bei Bestätigung des Kaufs über ihr iTunes-Konto. $30 pro Jahr oder $5 im Monat, beziehungsweise 4,99 im Monat, 33,99 im Jahr dann wohl. Die Mitgliedschaft wird automatisch erneuert, dann muss man es rechtzeitig kündigen, wenn man das nicht mehr haben will. Mit der Gratis-Variante so zum bisschen malen, bisschen Spaß haben, kommt ihr schon relativ weit. Das Problem ist, wenn man nicht malen kann, nicht zeichnen kann, so wie ich, dann nützt es auch nichts, die App installiert zu haben. Also es nimmt euch nichts ab. Ich bräuchte eigentlich so eine künstliche Intelligenz-App, die einfach für mich zeichnet und ich kann zugucken. Das wäre das Perfekte, aber man kann sich Sketchbook von Autodesk auf jeden Fall mal angucken. Wirklich was verkehrt macht mit der Gratis-Version nicht. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.